So, mit dem dreckigen Part sind wir jetzt durch. Hallo Freunde, heute kommt das große angeteaserte Projekt. Und zwar ist es so, dass die Firma Tiger Expert mir etwas ermöglicht hat. Und zwar hatten viele von euch natürlich recht. Es wird eine kleine Standheizung eingebaut in meinem Bus. Das ist die Planar 2D. Ihr könnt gerne mal bei Tiger Expert vorbeischauen. Der erste Link in der Videobeschreibung. Die verkaufen diese Dinger. Auch viel Zubehör dazu. Aber auch einfach für Outdoor-Fahrzeuge etc. Zubehör. Da könnt ihr einfach gerne mal vorbeischauen. Vielleicht gefällt euch irgendwas und ihr braucht irgendwas davon. Als nächstes möchte ich dazu sagen, dass bei der Standheizung quasi alles dabei ist. Es ist ein Komplettpaket. Ich habe noch zusätzlich ein Produkt von Tiger Expert bekommen. Und zwar ist das dieser kleine Einbauflansch. Das werdet ihr im Laufe des Videos natürlich sehen, was das Teil bringt. Und dann zusätzlich habe ich mir noch ein bisschen was dazu bestellt, weil eben Unterbodenschutz, Sikaflex, solche Sachen, die fehlten natürlich schon. Da müsst ihr natürlich selber für sorgen. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, die Sachen müssen natürlich alle raus aus dem Bus. Ansonsten kann ich sie nicht verbauen. Und wir fangen direkt mal an. Als allererstes müsst ihr natürlich die Stelle aussuchen, wo die Standheizung hin soll. Ich denke, das ist relativ klar. Bei mir soll sie jetzt ungefähr dahin kommen. Darauf achten natürlich, dass von außen unter dem Boden nichts im Weg ist, dass ihr da nichts irgendwie trefft, falls ihr da durch müsst, weil wir müssen wirklich ein großes Loch machen. Und fangen wir einfach mal an. Um die Pumpe jetzt richtig anzuschließen, gehen wir jetzt an den Vorlaufschlauch von dem Filter. So, jetzt kommen wir zur Verkabelung von der Pumpe. Und zwar ist das ein bisschen kompliziert in der Anleitung, finde ich zumindest. Also es ist nur im Stromlaufplan zu erkennen, wo was hinkommt. Deswegen sage ich das jetzt einmal. Und zwar rot-schwarz kommt an die 1 und der schwarze kommt an die 2. Und die Nummern findet ihr vorne auf dem Stecker. So sieht das Ganze jetzt fertig aus und jetzt seht ihr auch, warum dieses Teil sinnvoll ist. Ihr müsst nicht die einzelnen Löcher machen, sondern ein großes. Ich finde es gut, ist natürlich Ansichtssache. Und jetzt bauen wir da mal die Standheizung drauf und gucken auch, ob das alles funktioniert. So, mit dem dreckigen Part sind wir jetzt durch. Ich habe unten nochmal richtig einen Unterbodenschutz schön drauf gemacht. Jetzt kommen wir zu den Spannungsteilen. Einmal natürlich die Versorgung hier, also Plus und Minus. Und einmal das Bedienteil. Das heißt, wie gesagt, mit dem dreckigen Teil sind wir jetzt durch. Ich werde jetzt den ganzen Bus quasi wieder einräumen und dann erst verkabeln, weil dann ist die zweite Batterie auch wieder drin. Aber das seht ihr jetzt gleich. Kommen wir mal ganz kurz zu den Anschlüssen. Also da werdet ihr auch gar keine Probleme haben, wenn ihr keine Ahnung habt, weil es passt jeweils immer nur ein Stecker auf den anderen Stecker sozusagen. Also ihr könnt nichts falsch verdrahten sozusagen. Ihr habt hier einmal die Spannung, dann habt ihr das Display, beziehungsweise das Bedienteil und dann habt ihr unten noch von der Pumpe die. So sieht das Ganze dann aus. Natürlich jetzt nur hingeworfen, aber damit ihr es mal einmal gesehen habt, dass ihr da eigentlich nichts falsch machen könnt. Ich werde die ganzen Kabel noch kürzen, aber ich werde jetzt erstmal alles so aufbauen, damit ich es zumindest mal einmal testen kann. Und den Rest kann ich auch zu Hause machen, weil ich bin, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, an der Grube nicht zu Hause. So, und jetzt wollen wir das Ganze auch mal verlegen. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Falls ihr noch einen ausgiebigen Test sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Falls ihr es schon getan habt, werdet ihr auf jeden Fall demnächst mitkriegen, was die Heizung so leistet. Das wollen wir ja natürlich auch gerne wissen. Und ansonsten wird natürlich alles noch ein bisschen verschönert. Dann werden noch Ausströmer verbaut, damit das Ganze nicht einfach unterm Bett losgeht. Und ansonsten werdet ihr alles weitere mitbekommen, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Falls euch das Video hier gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und euer Feedback in den Kommentaren ist natürlich auch immer sehr wichtig. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!